Herzlich willkommen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Die Siedler 3 und guckt mal, hier stehen Zutangs Truppen rum. Ist ja ulkig. Hallöchen, ich fahre da einfach mal ganz gepflegt dran vorbei. Lass die mal machen. Und meine beiden Schwertkämpfer stelle ich schon mal hier vor die Tür, um zu gucken, ob wir den Turm dann einnehmen können. Oh, die haben verdammt viele Leute hier. Da liegt so viel an Ressourcen rum, aber ich kann leider nichts klauen, weil hier natürlich die ganzen Truppen von dem stehen. Ne? Das ist ganz schön frech, muss ich sagen. Ah, da hier werde ich nirgends vernünftig anlanden können. Okay, dann fahren wir halt rüber zu Ramadamsis. Ich meine, vielleicht finden wir hier noch was, aber passt jetzt erstmal. Ah, die Bauarbeiter kommen. Sehr schön. Aber ich glaube, es fehlt hier noch Holz. Also die Wirtschaft hier ist nicht so wahnsinnig gepflegt bei denen. Da muss noch was passieren. So, wir haben was sonst hier. Also, hier sind wir bald einmal rum um die Insel. Ich möchte bitte diesen kleinen Zipfel hier noch einnehmen. Das wäre sehr freundlich. Und ich muss so langsam auch schon echt Platz für einen kleinen Tempel hier finden. Und da will ich eigentlich ungern einen hinsetzen. Naja, mal sehen. Also, der fängt an, hier hinzusetzen. Dann können wir mal schauen, wo wir da noch was hinsetzen. Das sieht hier ein bisschen flach aus. Hier ist halt ein schöner Hang. Ne? Also eigentlich ist hier genau der richtige Hang, um da was hinzusetzen und da einen schönen Wein anzubauen. Aber da liegen noch Holzbretter. Das finde ich ebenfalls ungünstig. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Da ist er direkt. Und hier sind erstmal keine Truppen. Ist ja schon mal was. Wie sieht's aus? Da kommen die Holzbretter. Okay, sollte ich möglichst nicht vergessen. Hier sind die Holzfäller im Akkord am Ackern. Okay, die arbeiten da richtig schön. Und wir haben immer noch kein Wein. Sehe ich das richtig? Ja, doch ein bisschen. Kommt hier zu langsam mal rein. Aber nicht viel. Oh, doch. Ist schon eine ganze Menge drin. Huch. Sogar schon so viel. Krass. Ja. Mach mal noch einen Winzer hier hin, meinetwegen, ne? Ja, komm, dann soll er halt hier. Dann soll er da mal ein bisschen was tun. So, hier können wir einen kleinen Tempel hinsetzen. Das mache ich natürlich auch sofort. Hacken wir hier drüben mal die Bäume erstmal weg. Oh, da ist ein großer Turm. Wie sieht's aus? Okay, ich glaube, der Turm wird gleich fertig. Ja, das ist gleich unser Turm. Keine Bange. Ah, hier stehen so viele Truppen auch schon wieder rum. Menno, auch hier sind ein paar schöne Werkzeuge, die ich mir schnappen könnte, aber ist ja nicht viel. So, zack, auf geht's. Kloppt euch um den Turm. Nehmt den Turm ein. Passiert ja nicht viel. Außer, dass wahrscheinlich Zutang gleich kommen wird und hier Randale macht. Ja, nichts passiert. Das ist jetzt unser Land, kurzfristig. Wir werden wahrscheinlich bald einen neuen Turm bauen. Gehe ich mal von aus. Okay, ein Handelsschiff wurde fertig. Ich habe ein Gebäude erobert. Coole Sache. Ah, hier ist die Kaserne. Okay. Und sie laufen weg. Aber sie laufen leider nicht alle weg. Oh, schade. Hier ist die Kaserne. Da könnte ich... Oh, wäre ich da eher gewesen, hätte ich da vielleicht schön ein paar Ressourcen klauen können. Schön ein paar Waffen abgreifen, aber na gut, geht nicht so einfach. So leicht wird das dann halt nicht. Aber dann sorgen wir halt erstmal dafür, dass wir genügend Mana bekommen. Und dann sollte das auch alles kein Problem sein. Wir haben so verdammt viel Holz hier auf der Insel. Krass, warum stehen hier überall so viele Bäume? Ich glaube, da brauche ich echt keinen Förster, das sollte ich einfach alles nur wegholzen. Alles weg. Ich glaube, wir lassen mal hier die Gebäude bauen. Können wir mal an den Start legen. Ja, mittleres Wohnhaus würde hier gebaut werden können. Okidoki. Das ist so blöd. Bei Siedler 3 hat man so wenig Platz. Also die Karten sind halt echt immer klein. Also Bauplatz ist wirklich regelmäßig ein Drama. Da geht echt nicht viel. So, was fehlt denn hier? Warum liegt da die ganze Kohle rum? Weil... es an was anderem mangelt? Ja, weil wir einfach nicht so viele Gebäude sonst haben, ne? Wie mir scheint.
Okay, dann möchte ich auch mal sagen, zunächst wollen wir hier Gold verschiffen. Und zwar, wo könnten wir das Gold hinpacken, ohne dass es stört? Am besten hier vorne hin. So, dann sage ich doch mal, da schickt man unendlich Gold rüber. So, alles, was wir an Gold kriegen, soll da bitte hin. Oh, der eine Träger, der weiß nicht ganz, was er machen soll. Ah, doch, der rennt jetzt los, um ein bisschen Gold zu holen. Und die rennen jetzt auch los, um hier Gold zu holen. Sehr gut. Dann kann unsere Goldschmelze auch endlich weiter arbeiten. Schön. Kriegen wir ein bisschen mehr Gold. Oh, ich muss echt bei den... Bei Ramadamsis muss ich dann ordentlich was tun. Oh, nee, halt. Nein. Nicht mitten aufs Feld. Ist ja ungünstig. Ich habe... Ach, guck mal hier. Die Getreidefarm hat auch keinen tollen Arbeitsradius. Aber gut, der ist jetzt so. Da kann ich jetzt nicht mehr viel dran ändern. Oder sollte ich zumindest nicht. Das ist dann auch egal für den Fall. Wer hat denn da gerade gehustet? Habt ihr es gehört? Das klang gerade, als hätte da irgendjemand gehustet. Okay. Wir könnten mit dem Boot eigentlich noch einen weiteren Turm einnehmen, ne? Fällt mir so ein. Warum eigentlich nicht? Okay, dann fahren wir ja weiter rum. Ich finde es so cool, halt auch die Speere von den Ägyptern. Die sind halt auch aus Holz, ne? Das sind einfach nur Holzspeere. Finde ich auch so witzig. Die haben nicht mal eine Stahlspitze vorne dran. So. Das Handelsschiff kann bitte auf die Handelsroute. Da haben wir Eisen gefunden, aber eine Kohlemine wäre auf jeden Fall auch nicht so verkehrt. Noch eine weitere Kohlemine hier hinzusetzen. So, und die Köhlerei, die ist ja ganz gut am Produzieren. Die produziert uns schon mal ein bisschen Holz. Das ist doch schön. Dann können wir hier noch ein bisschen suchen mit unseren Geologen. Und vielleicht sollte ich mal gucken, dass ich... Hört ihr den Sound? Das ist auch dieser geile Sound, wenn der Arbeitsbereich zu weit weg ist. Ah, wir könnten ein paar Steine klauen von den Ägyptern. Das ist jetzt natürlich nicht unbedingt das, was ich unbedingt brauche. Aber theoretisch könnte man das machen. Oder wir greifen echt einfach zu Tang an und machen ihn platt. Der kann doch nichts. Den machen wir noch sowas von platt. Der ist auch gleich tot, wenn ich hier loslege. Komm, wir probieren das mal. Wir rennen mal zu dem Turm hier hin. Solange da niemand ist, der den verteidigt, sollten wir den einnehmen können, weil wir eine Kampfkraft von 42% haben. Weil, das heißt, ich warte noch. Solange bis das Gold hier abgeladen ist. Ja, solange das Gold nämlich auf dem Schiff liegt, zählt das ja nicht zur Kampfkraft. Und das habe ich wieder komplett vergessen. Das habe ich wieder komplett verbaselt, verduselt. Ich meine, wir sollten den Turm dann trotzdem noch einnehmen können, aber wir würden einen Schwertkämpfer dabei verlieren. Das wäre unschön. So, also lade mal bitte hier alles ab. Gehört das auch noch zur Insel von Ramadamsis? Das ist auch krass, ey. Das ist ja echt ganz schön großes Gebiet. Ja, vielleicht können wir hier von den Minen ein bisschen was klauen. Aber an sich brauche ich das alles gar nicht. Wir brauchen wirklich eigentlich nur die Tempel. Ach, guck mal hier. Jetzt kann ich da auch einen Tempel bauen. Ah, das wollte ich sehen. Das wollte ich sehen. Dass wir hier noch mehr Platz finden für einen weiteren Winzer. Für ein weiteres Weingut. So, und dann können wir hier... Na gut, das geht nicht so wahnsinnig schick, aber das passt. Das ist noch okay. Ist in Ordnung. So, hier haben wir jetzt unsere krasse Mana-Produktion. Und jetzt haben wir 53% Kampfkraft. Damit können wir doch was anfangen. Das sollte doch hinhauen. Dann rennen wir mal rein. Und schauen mal, ob wir den Typen tot kriegen. Und den Turm einnehmen können. Dann haben wir hier zumindest schon mal eine Getreidefarm komplett getötet. Ah, da wird irgendwas anderes gebaut. Okay. Oh, nee, da kommen sie schon. Okay, Leute, dann lassen wir das sein. Kommen sie zur Partei? Aber guck mal, das sind nicht so viele, ne? Also theoretisch muss ich nur... Okay, sie rennen weg. Okay, theoretisch muss ich nur die Leute hier alle rüberschiffen. Komm mal her, Leute. Ich will zu Tang direkt attackieren. Ich weiß, ich muss eigentlich Ramadamsis umbringen. Aber, das hat, der kann ja später noch dran glauben. Das eilt ja noch nicht. Der hat nämlich schon so viele Truppen in Produktion.
Da will ich ja nicht mitmachen. So, Aufwertung. Oh, 6% erst. Das dauert noch ein Weilchen, bis wir da vernünftige Aufwertung haben. Ja, los! Holt euch den Wein! Unsere Winzer müssen mal richtig was tun. Also richtig viel tun sie gerade noch nicht. Okay, das heißt, ich werde jetzt zunächst die Bogenschützen... Ah, 4 habe ich nur. Okay, das ist natürlich echt wenig. 4 Bogenschützen ist natürlich echt wenig. Aber, wenn ich die in unser Gebiet reinlocke, kämpfe ich mit 100% Kampfkraft. Und das wäre definitiv gar nicht so verkehrt. Das wäre definitiv ein Ziel. Und die Fähre ist fertig. Sehr schön. Haben wir 2 Fähren, mit denen wir dann direkt losbrettern können. Okay. Das klingt erstmal gut. Ach, wir haben 11 Speerträger. Wow. Das ist eine ganze Menge. So, da sind so kleine Inseln. Das könnte zum Problem werden. Ja. Der Kollege wird es nämlich... Ah, doch, der schafft's. Okay. Er hat's geschafft. Es passiert nämlich oft, dass man, wenn man auf so einer kleinen Insel landet, dann leider nicht mehr die Leute wieder ins Boot holen kann. Das ist äußerst schade. Aber hat diesmal geklappt. So, dann fahren wir mal alle hier rüber. Machen wir direkt hier mit Sutang kurzen Prozess. Versuchen wir die Truppen so nach und nach reinzulocken und dann wird das schon werden. Oh, guck mal hier. Das ist der Vulkan. Ach, ist ja geil. Hier ist der Vulkan mit dem Schneering. Da sieht man richtig die Caldera. Ach, cool. Das ist natürlich richtig geil. Wie ist unsere Kampfkraft? 53% immer noch. Okay, okay. Dann fährt hier das Schiffchen rüber und dann schauen wir mal. Ja, guck mal, richtig geil. Das sieht ja echt cool aus. So, wo müssen wir hin? Ich will eine Edelsteinmine finden. Edelsteinmine wäre nämlich wunderbar, um Kampfkraft zu verbessern. Ah, hier ist die Waffenschmiede auch direkt. Aber da werden dann ziemlich viele Einheiten rumrennen. Da werde ich wahrscheinlich nicht viel machen können. Wow, krass. Riesiges Gebirge. Das werden die natürlich nicht so schnell einnehmen können. Was wir hier machen können, ist erstmal unsere Pioniere zurückverwandeln. Dann ist hier gerade Gold angekommen. Sehr schön. Hier sind die Pioniere noch am Arbeiten. So, und vielleicht könnten wir hier doch jetzt dann mal auf die schlaue Idee kommen, vielleicht eine Eisenschmelze zu bauen. Und vielleicht auch eine Waffenschmiede zu bauen. Könnte man sich alles überlegen. Ja, warum nicht? Machen wir mal. Hier gibt es aber nichts zu klauen gerade, ne? Nicht wirklich. Dann muss ich schon hier in die Mitte, wenn ich da wirklich was haben will. Okay, hier, Schiffe ausladen bitte. Dann fahren wir zurück. Und hier können wir eigentlich mit den 2 ersten schon mal die Leute anlocken. So. Rennt ihr mal dahin und dann warten wir hier und fangen die ab, wenn sie kommen. Ah, da kommen sie schon. Da kommen sie schon. So, geht bitte nicht ins Fallen. Nein, 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 Leute. Leute, ach, Mist. Oh, Leute, hierher. Kommt hierher. Kommt her. Lasst euch von mir umbringen. Okay. So, da geht's rund. Oh, der erste Blaue ist direkt gestorben. First Blood für unsere Leute. Okay. Oh, der ist auch tot. Okay. Oh, da lebt immer noch einer. Okay, sehr schön. Die haben wir schon mal umgebracht. Dann brauche ich aber natürlich auch noch ein Lazarett. Ein Lazarett wäre nötig, um alle Leute zu heilen. Ja, das ist jetzt hier nicht der beste Ort. Ah, doch, doch, ich kann es hier hinbauen. Da sind sowieso keine Felder. Dann packen wir es da hin. Dann können wir die Leute, die verwundet sind, nämlich zurückziehen. So, und dann wird Sutang Stückchen für Stückchen ein wenig niedergeprügelt. Okay. Oh, hier sind noch Speerträger. Die habe ich vergessen.
Das wird jetzt meine Invasion des asiatischen Inselstaates. Okay, wer ist denn alles noch frisch? Die sind alle noch frisch hier. Und die Kollegen hier sollten wir zurückziehen. Die sind verwundet. Okay. Haben wir eine Ladung voll Truppen, die dann zurückgehen. Haben wir aber gutes First Blood gekriegt, muss ich sagen. Haben wir ziemlich gut was erledigt. Und ich hoffe, dass die hier nicht so viele große Türme haben, weil dann ist es richtig entspannt für uns. Wenn die hier keine großen Türme haben, dann machen wir hier ruckizucki alles platt. Dann können wir hier sogar die Insel ausnutzen, da können wir richtig uns ausbreiten dann hier. Also wenn wir einfach zu tanken, super schnell. Ja, toll. Das hat richtig gut geklappt. Fahren wir bitte hier hin. So. Wo sind wir denn? Ja, das war jetzt so nicht geplant, dass die mitten da drin spawnen. Okay, ihr geht hier drauf. Du fährst schon mal zurück dahin. Und ihr könnt dann eigentlich euch den nächsten Turm gleich krallen. So, gucken wir mal. Wieso? Das muss ich nicht verstehen, ne? Ich muss nicht verstehen, warum das wieder nicht funktioniert und warum sich die Schiffe schon wieder gegenseitig festfahren. So. Kann man den Turm hier einnehmen? Im Moment kommen keine feindlichen Einheiten. Okay, dann geht ihr beide einfach mal. Gehen wir einfach mal den Turm attackieren. Wenn hier gerade keiner kommt. So, schauen wir mal. Und dann nehmen wir ihn hoffentlich schnell ein, bevor hier irgendwelche anderen Truppen kommen. 63% Kampfkraft. Okay. Okay, komm, das schafft ihr. Ja. Okay. Er kommt hier. Ruf da. 2 Bogenschützen auf den Turm. Jetzt wird's interessant. Du gehst natürlich zurück. Antilaufen, wohin bist du im Turm hinrennen? Das interessiert dich erstmal überhaupt nicht hier. Ah. Da war noch ein Typi. Und hier hinten wird noch der arme Geologe abgeschnetzelt. Ach du heiliger Strohsack. Der arme. So, meine Diebe stehen da rum, warten natürlich, dass irgendwas Tolles passiert. Im Moment passiert überhaupt nichts Tolles hier. Aber das ist ja auch erstmal egal. Die Kollegen gehen hier aufs Schiff. Die Kollegen werden hier entladen. Und dann können hier gleich die Nächsten dann wieder aufs Schiff aufsteigen. Okay. Ich glaube, dann hole ich mir einfach den nächsten Turm direkt. So. 2 Schwertkämpfer. Gehen voran. Und der Rest der wackeren Truppe hinterher. Wir werden zu Dank richtig platt machen. Ich bin gespannt. So. Irgendwie wollen die erstmal den Turm nicht attackieren. Ah, da kommen sie schon wieder. Ah, da kommen sie schon wieder. Nee, Leute, zieht euch erstmal zurück, bitte. Ah, wobei. Das könnten wir sogar hier schaffen. So. Oh. Oh, das tut weh. Aber der ist gestorben. Die 2 sterben auch gleich. Okay, da kriegen wir jetzt ein bisschen auf den Sack, wenn das doof läuft. Okay, da müssen wir uns zurückziehen, bitte. Zurückziehen, Leute, zurückziehen. Da habe ich zu viele Leute jetzt verloren. Okay, da kommt jetzt ganz schön was an. Da kommt ein ganz schöner Schwung jetzt an. Aber sie laufen auch wieder weg. Okay, sie rennen wieder weg. Das hat ihnen jetzt wieder gereicht anscheinend. Okay, da habe ich mich ein bisschen zu schnell zu weit vorgewagt, wie mir scheint. Problem ist, dass die Bogenschützen natürlich wieder nicht auf die Leute schießen, die da sind. Und dann muss ich den Kollegen hier hinschicken und lade lieber einen Schwertträger rein. Der hält den Turm länger. So, das hat nicht geklappt. Wieso kann das Schiff da nicht hinfahren? Das ist so kompliziert alles hier. Ist das alles kompliziert. Okay, hier wurde gekämpft, da wurde gekämpft. Hier gibt es Kohle und es gibt eine Pause, denn die Folge ist soweit vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit den Asiaten, den Ägyptern und allen anderen. Wir müssen meinen Ägyptern eigentlich ein bisschen Gold klauen. Stimmt, ich gehe mal auf Goldsuche in der nächsten Folge. Macht es gut, bis dann. Ciao, ciao.